Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Citywalk. Diesmal wieder aus Barmen und wir stehen eigentlich schon direkt vor dem ersten Teil. Und zwar vor dem ehemaligen McDonald's, der jetzt schon seit einigen Monaten leer steht. Durch die Corona-Zeit ist das Ganze entstanden, dieser Leerstand. Und bisher gibt es keine großartigen Informationen, was demnächst dort passieren soll. Was aber vielleicht irgendwann bei der Zeitung nochmal, bei der Westdeutschen Zeitung aufgegriffen wird. Wir dürfen gespannt sein, was hier bei dem ehemaligen McDonald's so alles in den nächsten Monaten passiert. Die nächste große Baustelle in Wuppertal hat sich eröffnet und die ist gerade für den öffentlichen Nahverkehr sehr, sehr wichtig und mit Sicherheit relevant. Und zwar direkt am Alten Markt haben wir die neue Großbaustelle für die Busse. Da wird es wohl bis Herbst 2025 keinen normalen Busverkehr, keinen normalen Nahverkehr geben. Alternativ wird das Ganze jetzt über die B7, über die ganz normale Höhne geschickt. Die Busse halten auf der rechten Seite oder jeweils auf der rechten Seite, nicht mehr in der Mitte in Fahrtrichtung Elberfeld, sondern halt außerhalb dieser Mittelinsel. Wir gehen heute einfach mal so ein bisschen die Höhne entlang Richtung Wertherbrücke, schauen uns mal so ein bisschen um, was es hier vielleicht noch am Rande der Innenstadt so zu sehen und zu erleben gibt. Zu meiner Jugendzeit war hier eine Videothek drin. Mittlerweile, die ist ja schon einige Jahre raus, ist hier eine Zahnarztpraxis. Auch das hat sich hier am Rande der Innenstadt getan. Was sich nicht getan hat, und zwar wirklich seit einigen Jahren, Jahrzehnten, und das freut mich wirklich sehr, ist das Teehaus Kruger. Und dort ist nämlich seit einigen Jahren immer sehr leckerer Tee zu bekommen und auch von außen immer eine Augenweide. Wirklich große Empfehlung, da einfach mal reinzugehen. Direkt daneben haben wir jetzt, ja, aus meiner Sicht wie so ein Comicbuchladen oder so ein kleiner Spieleladen. No Pixels hat hier aufgemacht, also auch da. Vielleicht für Groß und Klein und für Junggebliebene, gerne Kindsgebliebene, einfach mal reinschauen. Auch dort große Empfehlung. Immer wenn das Thema Grünschnitt aufkommt, kommt mir im Kopf dieser Blick hier Richtung Wertherbrücke. Gegenüber des Geschwister-Scholl-Platz ist nämlich hier ziemlich viel und radikal geschnitten worden. An dem Parkplatz, der mittlerweile gesperrt ist oder im Moment gesperrt ist, wurden sehr, sehr viele Büsche und kleinere Bäume abgeholzt. Dafür hat man natürlich jetzt einen schöneren oder genaueren Blick auf den Parkplatz, aber auch im Sommer die Schattengebung, die vorher vorhanden war, fällt natürlich jetzt weg. Das, was draufsteht, ist nicht immer drinne. In dem Fall bei Staples, wir hatten früher in Wuppertal zwei davon, mittlerweile sind beide geschlossen. Denn auch in Barmen hat der Staples zugemacht. Die Werbung ist noch dran, aber man sieht auch schon von außen, da ist nicht mehr viel Action drin. In Barmen also zu. In Elberfeld kommt wieder Action rein in den ehemaligen Staples. Denn da eröffnet am heutigen Freitag, wir nehmen freitags auf, für die Samstagsausgabe des Citywalks, eröffnet an dem Freitag nämlich ein neuer Baumarkt, Baupark. Ab 15 Uhr ist dort nämlich dann ein neuer Baumarkt zu erkunden. Der Weg vom Haus der Jugend ist nicht weit. Es hat nämlich auch hier ein bisschen was sich getan. Und zwar hat ein Jugendcafé eröffnet. So schön fußläufig von der Innenstadt auch zu erreichen. Heißt, die Verkehrsanbindung mit dem öffentlichen Nahverkehr ist echt gut, so dass auch junge Menschen dieses Café schön erreichen können. Noch ist hier oder wird ein bisschen gearbeitet, aber es ist auch schon von außen ein bisschen zu erkennen, das Jugendcafé 42 in Barmen. Und zwar Höhne 67, das ist die Adresse, wo man das Ganze finden kann. Von außen, man erkennt schon einen Billardtisch drinne stehen, einen Kickertisch drinne stehen. Es gibt auch noch so eine kleine Sitzecke, wo man sich hinsetzen kann. Also ich glaube, das Ganze ab 14 Jahre ist eine positive Entwicklung, die die Stadt Barmen oder der Stadtteil Barmen und auch die Innenstadt mitnehmen kann. Ein weiteres Traditionsgeschäft in Wuppertal wird schließen und zwar Look macht nämlich zu. Wir sehen da auch schon, dass der Räumungsverkauf gestartet ist. Und sie schließen nicht ganz, sondern sie ziehen um. Weg aus Wuppertal, hin nach Dormagen. Also für Wuppertaler vielleicht nicht mehr unbedingt um die Ecke, aber dieses Geschäft wird es weitergeben, halt in Dormagen. Wer da irgendwie eine große Verbundenheit hatte, wird da auch den Weg hinfinden.